ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Mir auch. Wir haben heute nämlich was Spannendes vor. Und zwar wollen wir unser Wohnzimmer jetzt nicht umdekorieren, aber so ein bisschen umfunktionieren, sagen wir es mal so. Das Ding ist, ich habe halt einen Fernseher in meinem Zimmer, mein Mitbewohner hat auch einen Fernseher in seinem Zimmer. Wir haben allerdings keinen Fernseher hier im Wohnzimmer. Also man kann das hier sehen von hier, wir haben da dieses Bild hängen und da ist eigentlich so ein Fernsehtisch. Allerdings ohne Fernseher. Wir haben überlegt, ob wir uns einen Fernseher holen. Allerdings ist jetzt was Cooles passiert und zwar ist die Firma ViewSonic auf mich zugekommen. Hat mir was zugeschickt und zwar den neuen ViewSonic 4K Ultra HD. Ja, ist ein Beamer. Was echt cool sein soll, das Teil ist helligkeitsresistent. Das heißt, egal wie hell es hat trotzdem ein klares Bild, wie auf einem Fernseher. Und der Plan für das heutige Video ist, dass wir das Bild umhängen. Wir bauen hier ein bisschen um und wir hätten dann gerne in unserem Wohnzimmer diese komplette weiße Wand praktisch Bild. Also kein XXL-Fernseher, sondern einfach einen heftigen Beamer hinstellen und darauf dann ein bisschen PlayStation spielen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich habe richtig Bock drauf. Ich persönlich habe auch noch nie PlayStation auf einem Beamer gespielt. Deswegen, ja, wir werden sehen. Dafür sollten wir den als erstes allerdings mal auspacken. So sieht das also aus. 4K, Ultra HD, bla bla bla. Hat einen Neuwert von über 1000 Euro. Link zum Produkt ist natürlich auch in der Videobeschreibung. So, also. Beschreibung. Strom. Noch mehr Strom. Verbindungskabel. Hier die Fernbedienung, die irgendwie jetzt gerade... Hä, leuchtet die immer? Nee. Und kommen wir zum wichtigsten Part. Der Beamer. Also auf jeden Fall sehr gut gepolstert, muss ja auch so sein. Und es ist wirklich ein fettes Teil. Also ich habe mir das sogar ein bisschen kleiner vorgestellt. Zack. Hier haben wir einmal die Linse, hier den Regler zum Scharfstellen, An- und Ausschalter, ein paar Einstellungsmöglichkeiten, Menü und so weiter. Und hier hinten die ganzen Anschlüsse, HDMI für PlayStation und so weiter, ist natürlich ganz wichtig. Und auch den Stromzugang. Also ich würde sagen, so sieht's aus und wir brauchen jetzt erstmal eine vernünftige Position und dann hoffe ich, haben wir gleich ein geiles Bild dort auf der Wand, wo man vernünftig zocken kann. Ich bin auf jeden Fall schon begeistert. So Leute, jetzt kommt erstmal das Bild hier ab, weil wir brauchen die ganze weiße Wand. Das soll ja bestmöglich, was meinst du, von hier bis hier sollte schon das Bild gehen, oder? Ja, schon alles voll. Jo. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier eine geile weiße Wand. Der Beamer müsste jetzt, wir haben überlegt, ob wir den unter die Decke schrauben oder ob wir den erstmal hier hinstellen und schauen. Wir haben uns für das zweite entschieden, weil es dann natürlich auch leichter ist, PlayStation und so weiter mit zu verbinden. Deswegen habe ich jetzt einen Schrank besorgt, der wird jetzt hier hingestellt und darauf platzieren wir dann erstmal den Beamer. Ich muss gucken, dass... So Leute, also ich glaube, das ist eine ganz gute Position jetzt erstmal. Vielleicht musst du sogar noch ein bisschen höher, oder? Nee, kannst du ja einstellen. So, hier haben wir die Kabel. So Leute, der Beamer ist jetzt an den Strom angeschlossen. Ich drücke jetzt mal hier auf Start. Geil. So Leute, also, natürlich kann man das auch noch größer machen, das Bild, je nachdem. Okay, jetzt habe ich mal eben eine PlayStation geholt, die verbinden wir mal schnell. Also ich muss sagen, die Qualität ist wirklich gut. Warte mal, wir machen halt hier das Licht aus. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Licht von draußen, aber dem soll die Helligkeit nicht wirklich was anhaben. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal die beiden Stühle hier hin und spielen eine Partie FIFA gegeneinander. Natürlich kann man darüber auf Fernsehen gucken oder YouTube-Videos schauen, das zeige ich euch gleich auch noch schnell. Aber man muss wirklich sagen, ich hoffe, ihr könnt das auf der Kamera jetzt auch sehen, die Qualität ist gestochen scharf. Leute, wir spielen jetzt 1 gegen 1. Hiermit kann man es ganz einfach auch lauter stellen. Wobei man halt auch externe Boxen anschließen kann, aber die sind auch voll okay. Also Leute, ich muss sagen, ich bin wirklich von der Qualität überzeugt. Das ist echt krass. Ist wie auf einem wirklich HD-starken Fernseher. Und das Bild ist halt riesig. Ich finde es aber schon, also ich finde es schon schärfer als auf dem Fernseher. Oder? Ha? Also das Bild ist schon krass. Nein. Boom. Ja! Was? Junge, renn doch schneller, Alter! Nein! Hä? Das war nicht immer... Das, oh. Nicht schlecht! Oh, das war stark! Und in den Lauf von Robert! Robert! Leber! Nein! Mann, ey! Boom! Oh, krass! Boom! Leute, das Spiel ist unentschieden ausgegangen. 1:1. Eigentlich ganz klar...
unverdient. Hier sieht man am Ballbesitz. Schüsse aufs Tor. Also Leute, es macht wirklich eine Menge Spaß, auf so einer großen Displayfläche zu zocken. Wir wollen jetzt noch mal kurz ein YouTube-Video darüber schauen. Danke auf jeden Fall an ViewSonic für dieses coole Gerät. Hier für unser Wohnzimmer ist in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir schauen jetzt mal so die nächste Zeit, wie wir das positionieren werden. Vielleicht auch an der Wand da oder an der, keine Ahnung. Wir wollen uns auch noch ein neues Sofa holen. Und ansonsten bin ich aber sehr zufrieden. Leute, ganz kurz noch. Ich glaube, wir haben jetzt eine perfekte Stelle gefunden. Die Wand wird komplett angestrahlt und die ist wirklich so 3 Meter breit. Ich weiß nicht, ob die Relation so rüberkommt, aber ich kann es euch mal kurz zeigen. Also das ist schon wirklich fett und wir freuen uns echt, dass wir jetzt so ein riesen Bild hier bei uns im Wohnzimmer haben. Ansonsten nochmals, das war's mit dem Video. Checkt gerne mal den Beamer ab, wenn ihr euch auch für sowas interessiert. Weiß ich nicht, ich bin wirklich begeistert, also ohne Spaß. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder, da gibt es ein neues Video und ja, haut rein, ciao!